Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Railroads Online. Wir haben ja damit aufgehört beim letzten Mal, dass wir hier die Strecke zu der tollen Fabrik hier gemacht haben. Und in dieser Episode werden wir hier mal das Gleisfeld ein bisschen ausarbeiten. Also mein Gedanke wäre, dass wir hier so zwei, drei Abstellgleise hier noch haben. Irgendwo noch eine Bekohlungsanlage auf der Seite oder auf der anderen. Und entsprechend auch hier noch die Gleise. Und wenn ich mir das so ansehe, glaube ich, könnte man die Bekohlungsanlage irgendwo hier hinten machen. Dass man so nach hinten wegfährt. Eventuell könnte man auch da hinten zum Ölfeld hingehen, irgendwie so. Immer noch nicht sicher. Und dass man dann hier quasi die, ja, hallo Baum, hier diese Gerade noch ein bisschen weiterzieht. Sprich, dass man da so gerade fährt. Und dann hast du die Abzweigung hier zu dem ersten. Und hier zu dem zweiten dann rein. Und dann entweder hier Bekohlungsanlage oder hier dazwischen. Mal schauen, je nachdem, wie es dann besser zu bauen ist. Aber das Ganze mache ich dann im Speedbuild. Und mal sehen, eventuell werde ich dann das Speedbuild auch kommentieren. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich das recht schnell fertig kriege. Also ich würde sagen, Speedbuild geht los. First.
yourself with those you beat. But at the end of the day, the end of the day, it's all that matters, oh, I pray, just to feel good at the end of the day. Summer night, the shot of love and the spark of love to be. Stars of lightning and the moon time night burn like a granite leaf. Are we leaving on the next train, baby? I do believe. Come on, let's ride this train. Come on. Five, I don't hear it in my song. I'm gonna pull my weight, don't get me wrong. Brand new start and a whole new part. They are big old shoes to fill. I'll be there on that platform, babe. No, I will. Come on, let's ride this. Match. So you live to be a million years.
ride this train. Let's ride this train now. Okay, liebe Leute, der Speedbuild ist soweit fertig. Das hat auch gar nicht mal so lange gedauert und wir sind jetzt hier in Railroads Online Extended. Da können wir das jetzt mal ein bisschen besser sehen, was ich da gebaut habe. Also einerseits hier hinten das Depot mit drei Gleisen, wo man was abstellen kann, inklusive Bekohlungsanlage und so ein Wasserturm. Und hier jeweils auf beiden Seiten drei Gleise. Ich glaube, das reicht, inklusive einer kleinen Verbindung hier und halt noch ein bisschen Ausziehgleis, damit man halt noch ein bisschen rausfahren kann. Klar, das kann man noch ein bisschen kürzen. Und einer Drehscheibe, dass man die Lok drehen kann. Die Frage ist natürlich, wie macht man jetzt schlauerweise weiter? Ich meine, wir haben hier das Ölfeld und das Raffinierungszeugs. Man könnte natürlich jetzt sagen, bei dem Gleis, was ich hier hinten so rausgezogen habe, man sagt, das ist die Umfahrung von dem Ganzen. Fährt dann hier so rein und macht dann hier Kopfbereich. Dann könnte man das hier locker anbinden mit so einer Kurve, hier so rüber. Aber dann hätte man halt eine kurze Verbindung zwischen da und hier oben. Das ist dann recht kurz. Und wenn man dann hier oben ist, müsste man ja dann hier irgendwie wieder hin. Also entweder man fährt dann hier runter und man macht dann hier in die Verbindung rein. Aber dann könnte man auch gleich das hier verbinden, was ich ja nicht will. Wieder, dass man hier hinten die Strecke ein bisschen fährt. Oder was man zum Beispiel sagen kann, ich sehe dieses Ölfeld. Das platziert man beispielsweise zum Beispiel da rein. Dann muss man hier entsprechend das Ölfeld bedienen. Und dann kommt man von dem Ölfeld hier rein, fährt hier die ganze Strecke. Und hier bei dem macht man entweder hier eine enge Kurve. Dann muss man das ein bisschen kürzen. Das glaube ich, würde sich ausgehen. Oder was natürlich Arbeit bedeuten würde, also zumindest als Lokführer, ist, dass man vielleicht das Gleis hier komplett vergisst da hinten. Oder lässt das jetzt ein langes Abstellgleis drin. Und man macht die Spitzkehre. Sprich hier so reinfahren. Und dann so rückwärts wieder hier rauf. Das wäre vielleicht auch meine Idee, so eine Spitzkehre zu basteln. Braucht man ein bisschen Fahrt. Ich meine, wenn wir dann hier diese Güter haben, die wird man dann halt auch auf der Strecke nach hinten bringen, nach da dann. Okay, wisst ihr was? Wir gehen mal ganz kurz in Railroads Online rein und schauen uns mal ganz schnell die Industrien an, was die brauchen. Also, kleiner Cut für euch. Okay. Da wären wir wieder im Spiel hier drin. Und da sind wir beim Ölfeld. Und einerseits brauchen wir hier diese Steelpipes, die Beams und natürlich die Tools. Die Tools kriegen wir ja von der Fabrik und Steelpipes. Bin mir jetzt gar nicht sicher, wann die auch von der Fabrik. Ich schaue mal ganz kurz nach. Beziehungsweise, lass uns, ah ja, die kommen auch von hier. Okay, beides geht dann zum Ölfeld. Das würde dann also Sinn machen, wenn wir das Ölfeld da hinten wegziehen, damit wir mehr zum Fahren haben. Und jetzt wäre es dann noch mit der letzten Industrie. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an, was wir da brauchen. Kurz orientieren. Wo ist die Anlieferung? Ach, da hinten. Okay, einerseits die Dinger. Ebenfalls Steelpipes. Und hat natürlich das Rohöl. Also wenn wir dann eh auch das Öl dahin bringen, dann könnte man eigentlich die Fabrik hier lassen und machen dann, ja doch, ich glaube, wir lassen das hier und machen dann die Verbindung von der Fabrik mit einer großen Kurve rauf oder Spitzkehre. Ich glaube, ich bin ein Fan von der Spitzkehre. Das hat man noch nie auf irgendeiner Strecke drauf. Ich meine, klar, da muss man dann halt ein bisschen hin und her mit der Lok, aber dann hat man was zu tun.
Ich glaube, diese Spitzkerle baue ich mal ganz kurz. Und dann zeige ich euch mal das Resultat, nur so als Proof of Concept, wie das aussehen könnte. Bis gleich. Okay, liebe Leute, das mit der Spitzkerle habe ich mal ganz kurz umgesetzt. Als Referenz, hier ist die Fabrik, das ist die untere Seite. Da ist die Verbindung zu der oberen Seite, beziehungsweise da hinten hat sie auch noch die Verbindung. Hier habe ich ja noch dieses eine Abschräggleis hier hingetan. Dachte, sieht ganz nett aus. Mal schauen, für was wir das nutzen werden. Hier ist die Drehscheibe. Da kommt die Verbindung von der linken Seite. Und dann geht es hier weiter. Und das ist dann quasi hier die Spitzkerle. Habe ich jetzt hier mal drei Gleise gemacht. Also hier auf dem Gleis fährt man hier ein. Fährt dann bis ganz nach vorne, bleibt da stehen. Lok abkuppeln, fährt dann hier rein auf das Gleis. Tut hier einmal umsetzen. Und eben hierbei noch Spielraum für den anderen Zug beispielsweise. Fährt dann da rein. Da geht es dann quasi weiter zu der nächsten Industrie. Fährt dann hier erstmal wieder zurück. Holt sich den Güterzug und fährt dann weg. Dann hat man hier noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, das könnte ganz cool werden, wenn wir das so machen. Das heißt, das Ölfeld müssen wir versetzen. Und das, glaube ich, mache ich nicht mehr in dieser Episode, denn das wird ein richtiger Pain werden, das zu versetzen. Aber ich glaube, das machen wir zusammen in der nächsten Episode, wie man so eine Industrie versetzt und wie viel Pain das ist. Das machen wir in der nächsten. Ja. Gut, eine Sache möchte ich gerne noch machen, und zwar ist es den Zug hier aus dem Weg bringen. Wir werden hier die Wagen mal auf der hinteren Seite mal deponieren und dann werde ich schauen, ob der Bekohlungsturm, den ich da hinten gebaut habe, sowie der Wasserkran, der für die Lok passt, auch passt so von Abstand her. Warum fehlt hier was? So habe ich dich hier nicht abgestellt. Okay, einmal ankuppeln bitte. Was zum... Moment mal. Was ist gerade ein Hirnfurz hier? Von der anderen Seite? Jo, Hirnfurz. Okay, alles klar. So, immer nach hinten. So. Komm. Ah, Lok. Ein bisschen noch. Okay, wir sind dran. Wunderbar. Vorwärts bitte. Oh, wieder viel zu laut. Wunderbar, alles kommt damit. Ich hoffe, ich habe keinen Baum da hinten vergessen. Sonst werde ich hier noch viel Spaß haben. Ah, das mit diesem doppelten Spiegelten ist ein bisschen irritierend. Okay, das sieht sehr gut aus, alles frei. Komm, weniger, dankeschön. Jetzt gerade mein Längentest für hier draußen. Hey. Lass weg. Bremse. Oh, langsam. Ja, ich glaube, das geht sich genauer aus. Ja, perfekt. Cool. Ja, sieht doch perfekt aus. Einmal hier abkuppeln und Handbremse hier anziehen, damit die keinen Abflug hier machen. Dann fahren wir erstmal ein kleines Stückchen weiter. Ich habe erstmal so einen Härtetest, ob ich hier die ganzen Schienen gut verlegt habe. Mich hat ja nirgendwo in Gleis. Ich meine, diese Testfahrt muss ich auch noch mal machen. Okay. Und da vorne habe ich einen Baum vergessen. Aber das ist erstmal nicht kritisch.
So, dann mit Volldampf wieder Retour. Einmal so, einmal so und einmal so. Ja. Ganz lösen, dankeschön. Aber was 3% schon ausmachen bei der Lok, ne? Klingt nicht gesund, wenn sie so schnell fährt. Wunderbar. So, weg im Gas. Bremsen. Das war ein Stückchen zu weit. Ich glaube, das mache ich dann extended, dass das wieder passt. Wunderbar. Von der Weiche müssen wir da rein. Okay. So, vorwärts. Dankeschön. Waren leider mal zwei Kandidaten zum Abreißen. Was würde ich nicht alles dafür geben, wenn hier dieses Zittern aufhören würde? Okay, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Bremsen, 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 bremsen. Das war zu weit. Einmal rückwärts. Okay, dann schauen wir mal, ob das ungefähr hinkommen könnte. Kann ich dich da so runter... Ach, du bleibst ja gar nicht unten, ne? Wenn gar nichts drin ist. Aber ich glaube, das passt. Wasserturm. Vor allem vorne... Hallo? Möchte in die Lok rein? Vorne rechts das. Ein bisschen nach vorne. So. Okay. Wasser brauchen wir eh. Wir machen hier mal auf. Nice. Du kommst mal hier rüber. Das passt ja mal so gar nicht. Bist du da wirklich viel näher ran? Den Schlauch selber kann ich ja nicht irgendwie anfassen, ne? Ah, das muss ja... das ist echt ein bisschen ärgerlich. Und Moment mal. Man, logisch wär's, wenn wir hier bei beiden Seiten natürlich Wasser einfüllen, ne? Das ist die Frage, wie die Simulation umgesetzt ist, ob es reicht, wenn ich das nur bei einer Seite mache. Ich hätte es aber eigentlich schon gern so, dass man das bei beiden Seiten reinmachen kann. Aber was haben wir hier? Das sind vielleicht 30, 40 Zentimeter. Dass es dann hier rüber geht. Ich probiere es mal. Also wir machen hier mal All. Bauen das jetzt gerade nochmal. Eher hier auf Brown. Es ist viel zu knapp. Wir brauchen da halt Luft. Weil die Lok ist ja einfach breiter als wie die Schiene. Facilities. Nochmal Brown. Habe ich jetzt den richtigen? Ja. Ich will das einfach nicht so. Okay, also, man, er ist jetzt nicht ganz gerade, aber einfach nur mal zum Testen, wie viel das schon ausmachen würde. So, schön parallel. Okay. Und jetzt kommst du hier rüber. Es wird sich gerade noch so vermutlich ausgehen, aber es passt halt auch nicht so komplett. Und jetzt ist es aber hier
Schon so mega knapp. Nö, das quält man nicht. Liebe Lok, du fährst hier mal weg. Dann machen wir das halt nur von einer Seite. Auch wenn ich das gerne von zwei hätte. So, demolish all. Facilities. Water Tower. Ground. So, komm. Ungefähr so. Ja, dann sieht es auch halbwegs noch was aus. Und dann werden wir mal eine Seite befüllen. Dann habe ich schon mal Freude bei der nächsten Episode, dass ich hier theoretisch voll mit Wasser bin. So, einmal hier rüber. Komm. Ja, das ist zu weit. Noch ein bisschen. Okay. Und jetzt noch irgendwie schön drunter kommen. Oh, Gott sei Dank kann man solche Ansichten machen. Ja, das muss genügen. Södele. Einmal Wasserhahn auf. Jo, wir kriegen da Wasser rein. Das verschwindet gerade wieder. Machst du das jetzt auch auf der anderen Seite? Ah, Tatsache. Okay, also man braucht nur auf einer Seite das zu machen. Ich hätte es gerne auf beiden Seiten gemacht. Nur mal in der Lok kontrollieren. Ja, und es geht nach oben. Okay. Hätte man das auch gemacht, die kriegt der Wasser, die wird dann da hinten abgestellt. Aber das dauert ein bisschen zu lang, bis es hier voll ist. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Da werden wir dann Industrie versetzen und anschließen. So ungefähr der Plan. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder lasst ein Abo da. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann werdet sogar Kanalmagnet hier und unterstützt mich da. Bis dann, gute Fahrt, bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.